Ein richtig cooles DIY zusammen, was auch vielleicht viele von euch noch gar nicht kennen. Und zwar werden wir dafür erstmal so eine Art fast Steinplatte oder Holzplatte benötigen und darauf werden wir dann ein Bild kleben. Und das werden wir dann mit Stein sozusagen bekleben und bestücken. Und es wird bestimmt richtig cool und ich hoffe, es wird euch richtig viel Spaß machen. Und vorher lasst das Video gerne einen dicken Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr keine weiteren coolen Bastel- oder DIY-Videos verpassen wollt. Dann würde ich sagen, let's go! Als erstes müssen wir natürlich die Steine bemalen. Wir haben jetzt einfach nur weiße Steine, also die so aussehen. Das ist das Erste, was ihr braucht, also einfach nur weiße Steine. Und die werden wir jetzt einfach mal bemalen. Und dafür braucht ihr natürlich erstmal Alufolie, damit wir es darauf bemalen können, damit wir nichts weiteres anmalen. Auf jeden Fall eine Unterlage für euren Tisch, damit ihr nicht dreckig wird. Ein Becher für euren Pinsel, auch ein Pinsel. Acrylfarben, ich nehme glaube ich jetzt so Pastellfarben. Ich glaube, das passt eigentlich richtig gut zu meinem Zimmer, weil wir wollen es ja später natürlich auch aufhängen. Ich habe jetzt hier so Blau, Türkis, rosa und lila. Bestellt am besten einfach Aquariumsteine im Internet und dann könnt ihr gucken ungefähr, wie groß euer Bild ist und wie viele Steine ihr braucht. Und je nachdem teilt ihr es eben auf sozusagen drei verschiedene Teile auf und könnt Steine dann bemalen. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir auch einen hässlichen Pulli angezogen, deswegen habe ich den an. Damit natürlich unsere Klamotten nicht vollkleckern und weil ja eben Acrylfarbe überhaupt nicht aus den Klamotten rausgeht. Und jetzt habe ich mir erstmal ein Stück Alufolie abgeschnitten. Und jetzt könnt ihr mal gucken, wie viele Steine ihr ungefähr braucht. Aber am besten nicht zu viel, wenn ihr ein A4-Bild habt. Ihr bestückt ja nicht das ganze Bild, sondern eben nur die Figur oder das Tier oder was ihr auch immer für ein Motiv habt. Und deswegen könnt ihr euch jetzt erstmal die Steine aufteilen. Und ich fange jetzt erstmal an, die Steine rosa anzumalen. Reicht auf jeden Fall. Das habe ich jetzt mal hier auf die Alufolie getan. Einfach ungefähr, wie, also ihr müsst ungefähr schätzen. Und jetzt kommt einfach die Acrylfarbe drauf. Ich hoffe, da ist noch was drin. Ansonsten nehme ich eine andere Farbe. Ja, ich glaube, die ist leer. Und dann kann ich auch mit einer anderen Farbe einfach mal anfangen. Und dann tropfe ich die Farbe einfach mal da drauf. Und dann würde ich einfach mit dem Pinsel darauf streichen. Jetzt würde ich einfach das anmalen. Nur, dass wir Steine bemalen und gucken müssen, dass wir halt die Steine von allen Seiten bemalen, dass es schön aussieht. Und halt auch dann am Ende trocken lassen. Das war jetzt wirklich sehr einfach. Und das machen wir jetzt auch mit den anderen drei Farben. Und am besten verteilt ihr die Steine schön so, dass sie trocknen können. Und danach zeige ich euch das Ergebnis. Das ist jetzt auch nicht zu viel Farbe, weil sonst kann es sein, dass es sehr lange dauert, bis es trocknet. Und bei mir ist es eben auch wichtig, weil ich werde das Video auch drehen. Und deswegen verrührt es einfach so lange und ich glaube, die Farbe wird auf jeden Fall reichen. Auch wenn jetzt hier, wenn ihr da schon so viel Farbe habt, einfach hier mit den Steinen auch noch durchgeht. Weil ich finde, es geht wirklich mega einfach und schnell und total praktisch, es so anzumalen. Und es ist auch irgendwie sehr satisfying, muss ich sagen. Jetzt habe ich alle Steine fertig bemalt. Mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich von den zwei Farben viel mehr habe als von grün und blau. Aber es ist ja auch nicht so schlimm, weil man muss ja nicht genau von jeder Farbe genau gleich viel haben. Und jetzt müsst ihr erstmal warten, bis das Ganze getrocknet ist. Und ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Aber bis das trocknet, können wir auch noch mit den nächsten Schritten weitermachen. Und zwar werden wir jetzt erstmal ein Bild raussuchen. Das habe ich schon mal gemacht. Aber ihr müsst es eben noch machen und dann brauchen wir eben noch eine Unterlage. Wir müssen die Unterlage festkleben, das Bild ausdrucken und so weiter. Und das machen wir jetzt erstmal. Ihr könnt übrigens meine wunderschöne Handykette sehen. Die habe ich in einem letzten Shot-View gemacht. Und ich finde die wirklich mega schön, also auch mit den Farben, weil ich habe hier eben eine Handyhülle, die auch sehr, also so rosa und lila, also rosa, weiß und pink ist. Und ich habe auch genau diese Farben genommen, deswegen passt es wirklich perfekt. Und dann auch noch, damit das Ganze ein bisschen betont wird, sage ich jetzt mal, hier noch eine Schrift drauf gemacht und zwar Create. Das passt ja auch natürlich zu dieser ganzen DIY-Produktion und so. Und ja, ich werde jetzt erstmal dieses Bild ausdrucken und dann sehen wir weiter. Erstmal mein Bild hier ausgedruckt. Und zwar habe ich eben dieses Bild genommen, weil ich spiele sehr gerne Tennis. Und ich finde die Farben ist noch mega schön. Ich mache es immer natürlich ein bisschen anders. Ich habe jetzt Pastellfarben genommen, die ihr hier sehen könnt. Und das sind natürlich eben andere Farben, zum Beispiel Blau, Rot und so. Und dann braucht ihr hier noch so eine Holzpalette sozusagen. Es ist sehr stabil und sehr dick
und das kriegt ihr auch alles auf Amazon zum Beispiel. Und dann einen Pinsel wieder zum Bestreichen. Ihr werdet nämlich das Bild auf die Oberfläche aufkleben. Und hier sind so ein paar Flecken schon, aber es ist ja nicht schlimm, weil wir werden das dann hier aufkleben. Das sieht man dann sowieso nicht mehr. Und das Bild ist jetzt nur eine Hälfte davon. Und auf die andere Hälfte können wir dann zum Beispiel im nächsten Video oder irgendwann anders noch ein Bild machen. Und dann braucht ihr einen bestimmten Kleber. Das ist nämlich ein Polymerkleber. Und der sieht so aus. Und den könnt ihr zum Beispiel auch einfach im Internet bestellen. Und dann können wir jetzt auch schon anfangen mit dem Bekleben. Jetzt wissen, also wir werden jetzt ja den Kleber hier drauf streichen. Damit wir jetzt wissen, bis wohin der Kleber gehen soll, nehmen wir einfach einen Bleistift und machen jetzt hier nochmal eine Linie hin, damit wir das später erkennen können und nicht zu viel Kleber drauf machen. Und dann können wir auch schon mit dem Bestreichen beginnen und dann einfach den Kleber, also das Bild da drauf kleben. Ich habe jetzt hier schon mal meinen Kleber reingefüllt in so ein kleines Döschen und da der Kleber jetzt noch sehr hart ist, werde ich das mit etwas Wasser vermischen. Jetzt können wir auch schon unser schönes Bild festkleben. Und zwar fangen wir am besten einfach in der Ecke an und legen es mal ganz vorsichtig einfach mal in die Ecke. Und dann können wir es in die anderen Ecken auch überall reindrücken, dass alles schön gerade aussieht und schön ordentlich aufgeklebt ist. Und dann das Ganze einmal feststreichen. Und wenn da am Ende solche Bläschen oder Falten entstehen, könnt ihr es auch alles festdrücken. Aber wenn es sowieso getrocknet ist, wird es sowieso nicht mehr so viel schlimm aussehen. Und deswegen wären wir dann auch schon damit fertig. Wenn ihr euch die bestellen wollt, dann geht am besten einfach Aquariumsteine ein, weil das sind eigentlich so Steine, die man halt für so Fische und so in ein Aquarium gibt, damit es halt so ein bisschen dekoriert ist, sag ich jetzt mal. Und jetzt sieht es auf jeden Fall so aus. Und nicht wundern, auf der Rückseite habe ich mal ein anderes Bild nachgemalt, aber jetzt kommt es ja nur auf die Vorderseite an. Und das haben wir jetzt festgeklebt und schön festgestrichen. Und hier sind auch jetzt manchmal diese komischen Spuren vom Kleber. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir werden es ja sowieso mal später festdrücken und bekleben, deswegen können wir jetzt auch schon anfangen mit dem, mit den Steinen. Und falls ihr da jetzt noch sehr große Falten drin habt, könnt ihr auch einfach mit dem Finger mal hier so rüberwischen. Das bringt immer sehr was, aber seid ihr vorsichtig, nicht, dass das Bild euch reißt oder so. Aber sonst funktioniert es eigentlich ganz gut und es wird bestimmt später auch noch ein bisschen runtergehen, wenn ihr dann erstmal noch was beklebt habt und ja, es wird bestimmt perfekt. Leute, jetzt nur zum dritten Schritt auch schon. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal die Steine natürlich. Ich fange jetzt erstmal mit den Schuhen, also ganz oben mit dem Kopf an. Weil wir müssen ja auch von unten nach, von oben nach unten arbeiten, weil sonst müssen wir natürlich aufpassen, dass wir mit dem Ärmel nicht irgendwie da reinlangen. Deswegen fangen wir erstmal oben an. Und am besten erstmal mit einer Farbe, weil die anderen trocknen noch ein bisschen. Und dieses, das ist schon die Farbe, die am meisten getrocknet ist bisher. Und dann braucht ihr auch noch einen Pinsel. Und da wir jetzt anfangen, braucht ihr erstmal einen Pinsel und eben das perfekte Bild. Und wenn ihr jetzt eben die Farbe, also die, den Kleber eben auf das Bild auftragen mit dem Pinsel und dann die Steine mit einer Pinzette befestigen. Und da braucht ihr eben auch den Kleber, das Bild und die fertigen Steine. Und da der Kleber eben noch sehr hart ist, habe ich den jetzt noch ein bisschen mit Wasser vermischt, damit er leichter und eben besser aufzutragen ist. Und dann können wir auch schon gleich beginnen. Jetzt können wir auch schon wirklich anfangen mit dem, also mit dem Kleber verstreichen und so. Und jetzt habe ich erstmal den Kleber ein bisschen angedickt, sozusagen verdünnt. Und jetzt können wir erstmal den Kleber da auftragen. Und wir fangen, wie gesagt, oben am Kopf an, weil das eben einfach am schlauesten aus dem Prinzip. Und dann tragen wir einfach da, den Kleber auf den Kopf auf. Also kommt natürlich darauf an, ob ihr überhaupt einen Kopf habt, eine Figur oder was ihr auch immer für ein Motiv habt, fangt ihr eben am besten oben an. Und im Nachhinein können wir auch immer noch sozusagen Steine oder so extra Deko aufkleben. Und danach können wir jetzt nach dem Kleber aufstreichen einfach schon beginnen mit der Pinzette und den Steinen. Und da können wir einfach die Pinzette immer nehmen und die Steine auftragen, ganz langsam und dann immer leicht festdrücken. Und dann wird es bestimmt super schön und cool.
Jetzt arbeite ich hier schon ungefähr 3 Stunden dran. Also es dauert wirklich übelst lange, das so, also so weit zu kommen. Und es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich bin jetzt, glaube ich, hier schon also bald mit der Hälfte fertig. Ich habe jetzt hier schon den Kopf gemacht, die Haare und muss jetzt halt noch die Füße, Beine und die Hüfte machen. Und am Schluss werden wir halt auch noch was, zum Beispiel so Flecken und so Punkte eben daneben malen, dass es dann auch noch ein bisschen, sag ich jetzt mal, farbexplodierender aussieht, damit es nicht so langweilig ist und es halt auch noch einen kleinen Hintergrund sozusagen gibt. Und dann können wir es auch schon weitermachen. Jetzt bin ich auch schon sehr weit eigentlich. Also ich glaube, ich arbeite jetzt schon seit ungefähr 5-6 Stunden an dem DIY dran. Also ihr seht, es ist wirklich mega zeitaufwendig, aber perfekt für die Ferien oder das Wochenende, wenn es mal wirklich richtig langweilig ist. Und ich bin jetzt hier schon eigentlich mit dem Körper fertig. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch so außenrum überall so Punkte, Flecken und so. Das Einzige, was mir jetzt noch nicht so gut gefällt, sind halt, dass man die Umrisse des Körpers nicht so gut sieht. Also man denkt halt irgendwie, das ist halt so ein richtig krasser, dicker Oberkörper. Eigentlich sind es ja die Haare, also die Strähnen. Und dann eben der Arm. Aber das stört mich jetzt auch nicht so sehr. Sonst ist es eigentlich ganz schön geworden. Und dann können wir jetzt auch mit dem Tennisball und den Flecken weitermachen. Und dann werden wir das Endergebnis sehen. Jetzt war auch schon das schöne DIY fertig. Ich finde es wirklich mega cool. Hat wirklich mega lang gedauert. Also wirklich auf jeden Fall ungefähr 6 Stunden oder so. Aber es hat sich wirklich gelohnt, finde ich. Und jetzt habe ich auch mal das ein bisschen korrigiert, dass der Kopf ein bisschen größer ist, weil im Vergleich zum Körper war der Kopf noch sehr klein. Und da habe ich hier noch überall so so kleine Fleckchen, also Steine hingeklebt und auch ein paar weiße dazwischen. Deswegen finde ich, sieht es jetzt wirklich mega schön aus. Ich habe halt die, also den Ball hier noch gemacht, den Tennisball und halt Kopf und also die drei Teile in einer Farbe und sonst bunt. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Skin findet. Ich finde es wirklich mega cool. Und jetzt ist ja auch noch die andere Seite frei. Und im nächsten Video, also in Part 2 vom Steine bemalen, also von, wie ich das nennen will, vielleicht Steine, vom Steinebild, werdet ihr in dem nächsten Video sehen, also nicht nächste Woche, sondern vielleicht in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, wird dann eben noch das zweite hier, zweite Bild hier drauf sein und das werden wir dann auch wieder zusammen machen. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Mir gefällt es wirklich total. Das war auch schon fürs heutige Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wirklich total viel Spaß gemacht. War sehr aufwendig, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn ihr der Meinung auch seid, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Bastelvideos oder Back- oder Kochvideos oder was auch immer Cooles zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche, Leute. Seid wieder dabei. Bis dann. Ciao.